Meine Lieben, und willkommen wieder zurück zu dem Let's Race mit Cold Astra und dem Veranker Wolf. Wenn Heldi das sieht. Da wird sich wieder bei Urban verlachen. Ja, mittlerweile sind aber auch noch Final Level Gamer als Schiedsrichter. Moin. Und auch der gute Serax. Hallo! Ja, hör auf, das tut weh. Ist gut, Serax. Hör auf, das tut echt in den Ohren. Hör auf, das tut echt in den Ohren. Oh, ich glaube, jetzt haben es spannend natürlich eigentlich, aber ich weiß nicht, ob ihr. Bist du jetzt ruhig, Serax? Ey, ich wollte bloß Hallo sagen. Danke, Serax, jetzt habe ich Ohrenschmerzen wegen dir. Okay, seid ihr denn beide bereit? Lol. Ja. Ich höre noch. Okay, das Race startet in 3, 2, Hey, das darfst du gar nicht sagen, das muss der Feind machen. Ja, Feind ist der Schiedsrichter. Ja, ich bin der Schiedsrichter hier. Junge, da wollte er betrügen. Geht auf den Kanal von der Live-Force und schreibt das. Hier wieder. Schreibt Betrüger, ganz groß. Also, 3, 2, 1, los. War gerade nur so in Stimmung. Ja. Dann lass einen ab, dann bist du nicht mehr in Stimmung. Lass mich nicht damit gemeint, du Sack. Macht dich dieses Race hier nicht auch geil wie uns? Sag mir mal so, ich hab viel Spaß gerade. Oh ne, was ist das denn? Was ist das denn? Ein Zug. Oh, ihr Ficker. Das meint. Ich bin so hart fucking dicht, ey, heute. Das meint er nicht. Aber ich dachte das. Ich bin das eher. Hä? Du hast ja auch eine 10, also alles, was auf C endet, gehört mir. Wie komme ich da denn durch? Du kannst auch auf dem Schornstein stehen. Alles, was auf C, hohes C. Das ist ja sau mies, das ist ja Pixelarbeit. Das ist ja Pixelperfektion hier. Oh, das ist aber Pixel Scheiße hier gerade. Pixel Jumps hier. Und so schön hackert ich. Oh, schlimmer als bei Donkey Kong Country, aber die Hitbox ist erstaunlich großzügig. Ja, großzügig im Sinne, ich werde immer getroffen und wollte gar nicht. Wo ich dich nicht berühre, ne? Wo ich dich nicht berühre, wo ich das Viech noch nicht mal gedacht habe, wenn ich getroffen. Warum ist da immer Stopp? Was soll das? Und ich wette, das unterhalb ist alles Instant Kill, oder? Keine Ahnung. Ich glaube, es gibt kein Instant Kill in diesem Spiel. Bin mir aber nicht sicher. Kein Instant Kill in dem Spiel? Oh, das ist nee. Das ist ja was für Force. Ich bin schon auf jede erdenkliche Art gestorben, aber nur nicht instant. Was ist das denn? Alter, du erinnerst mich so an Super Castlevania 4, an dieses scheiß Gargoyle-Viech. Gargoyle? Ja, ich weiß, wie ich es meine. Ja, das rote da. Das hat mich auch schon ein paar Mal gekillt im No Death Run. Oh, okay. Weil ich dumm war. Die Hexe, du machst Doom, also wirklich hier. Doom. Die war einfach, wa? Ja. Die können selbst Kohle schaffen. Was? Wenn ich mich jetzt nicht ganz erinnere, hat er jetzt schon 3 geschafft. Genau. Warum habe ich den... Hä? Ihr... Achso, ich dachte schon. Ich dachte schon, ihr wollt mich verarschen, aber nee. Wolf? Wir müssen dich immer verarschen. Das Spiel verarscht dich doch schon die ganze Zeit. Tut es gar nicht. Das Spiel ist eigentlich ziemlich cool. Junge Wolf. Junger Force. Wolfmensch. Das Spiel ist eigentlich ziemlich cool. Es ist manchmal nur ein bisschen unfair. Du darfst dem Wolf nicht in Glauben halten, dass er irgendein Spiel packt. Wer fehlt denn jetzt noch? Tja, wer fehlt da noch in der Familie? Hast du das Weib schon? Hast du die Braut schon? Die Moment. Du meinst ihr Wednesday? Wednesday, genau. Die hat Wolf schon gefunden, ja. Okay. Ja, dann die Ehefrau noch.
Moment, diese Olle. Die ist die letzte. Die Olle, also, die Olle Schabracke, oder? Die alte Schabracke, genau. Granny. Olle die alte fucking Fotze, ey. Olle Schabracke, hab ich gesagt, nicht alte Schabracke. Die alte Fotze. Das ist ja das Gleiche. Die fucking alte Fotze hier. Ich muss gucken, wo ich noch nicht war. Achso. Kann man da rein? Der alte Hautlappen, ey. Der 20 fucking Zentimeter aus ihren Scheißbeine rausquillt. Ein geheimer Weg zum Friedhof, ne, das bringt mir nichts. Im Friedhof war ich doch schon mal. Mhm. Für den Cerex wäre übrigens der Beruf Altenpfleger die beste Wahl, weil da siehst du tatsächlich solche Geschichten. Echt? Da darf ich auch helfen bei solchen schönen alten Fotzen. Oh, die sind herrlich. Das wird quasi wirklich mein Büro. Ich habe ein kleines Problem. Ich wüsste zwar, wo eine Tür ist, aber ich komme da nicht hin. Okay, wo eine Tür ist, ist auch ein Weg. Nee, da muss ich wahrscheinlich irgendeinen Schalter oder so drücken, aber. Du musst dir bei den alten Leuten bei den alten Frauen vorstellen, es gibt Schamlippen, Schamlappen und Knieschoner. Echt? Knieschoner sogar? Ja. Alter, das ist ja richtig sicher, das Altersheim. Mit Abigail, wer ist denn Abigail? Da kann ich ja irgendwo. Die Hexe, die du eben besiegt hast. Trotzdem wird sich aufgefangen. Das ist ja richtig geil. Alter, Goldie, warum hast du bitte nie sowas von solchen Vorteilen gesagt? Und in der alten Pflege haben die ganzen Pflege haben verdammt geilen Humor. Das sind nämlich alles solche Drecksäure. Ab sofort zum Augustininum von Stuttgart. Ich glaube, Chovo ist Altenpfleger, oder? Und dann zum Asenwald. Oh, was zum... Ich glaube schon. Oder zumindest lernt er es, keine Ahnung. Wer? Chovo. Chovo? Ey, ich bin so fucking happy gerade. Nein! Oh. Willst du nochmal Wednesday befreien? Nee, ich bin gleich wieder da. Ich möchte dir die Tür zeigen. Wo ist sie? Ach so. Scheiße! Ich kenn den Weg nicht mehr. Was? Ich weiß nicht, wo die alte ist. Warum gehst du da zurück, Colli? Ja, weil die Fruchtfliegen weg waren. Guckst du mal dich genau um? Jetzt wird er frech. Ah, okay. Entschuldigung. Ich hab ein Riesenproblem, okay, jetzt. Ich kann nur sagen, Wolf, Coldy hat er schon gefunden, wo Granny ist. Er hat sie zwar nicht gerettet, weil er da nach Game Over gegangen ist, aber er hat auf jeden Fall, sagen wir mal, das Level gefunden. Das heißt, er ist vor mir. Ich habe mittlerweile schon jeden Level gemacht. Ja, ich nicht. Nur noch keinen geschafft. Doch einen. Den dicken Jungen, den habe ich gefreut. Aber es war ein einfaches Level. Mir graut es einfach nur davor, wenn ich das jetzt irgendwie schaffen sollte. Dann muss ich ja dieses Level, was ich zum Anfang gespielt habe, nochmal machen. Das musst du auf jeden Fall, wenn du. Erinnere dich, da ist eine Wand. Oh, danke. Alter, da krieg ich ja jetzt schon die Krise vor. Wo steht überhaupt, wie viele Bälle man einsetzen kann? Irgendwie schaffen wir das jetzt hier. Kannst du so lange schießen, bis du getroffen wirst. Oh. Und genau in den Hintern. Ja. Richtig schön rein da. Deswegen ist er vor Freude auch gerade gesprungen. Ich nehme an, man kann Bälle und Degen nicht gleichzeitig führen. Nee. Na ja, klar. Wenn du Bälle hast und sammelst einen Degen ein, dann wird das, werden die Bälle durch den Degen ersetzt und umgekehrt. Ja, ich möchte aber lieber Papa Bälle zeigen. Dann guck mal, Papa, Bälle. Ja, der Papa schießt gerade Bälle. Der Papa schießt gerade. Lol. Gut, dass die Schuhe so schnell sind. Die Musik hat was. Ich fange schon wieder an mitzudödeln. Und ihr wisst, was das heißt. Mitzudödeln? Oh. Nee, wenn ich zu einer Musik mitdödel, dann heißt das, die Musik gefällt mir. Ja, das ist doch gut. Ja klar, die Musik ist auch gut in dem Spiel. Ich finde generell diese Adams-Filme, diesen Soundtrack, der ist gut. Ja. Wow, wie brutal. Ich steche einen Hasen mit dem Degen ab. Der gibt's Hasenbraten dann am Sonntag. Ja klar. Nee, das ist lecker. Der frisst den roh. Der frisst den roh. Da ist ein Leben. Ja. Die Adams Family, die fressen bestimmt roh. Ja klar. Naja, die Japaner fressen auch roh, also. Aber Fleisch? Hallo? Fisch doch eher. Habt ihr noch nie mitgegessen?
Doch. Das ist auch rohes Fleisch, ja. Wo zum Geier bin ich? Warum bin ich jetzt? Warum bin ich jetzt Schiedsrichter? Warum bin ich jetzt gestorben? Jetzt wirklich? Schiedsrichter. Ich bin wieder da. Ich hab einfach diese Stacheln angeguckt. Was denn? Der Biss. Ja, die Stacheln ich war auf der Toilette. Hab da ordentlich einen Obama abgeseilt. So richtig. Ja, das wollen wir jetzt natürlich alle wissen, nicht wahr? Bisselt den runter. Schön der braune Buddy hier. Eine gute Brot, das hat er abgeseilt. In die große weiße Schüssel rein. Und da habe ich so verlockt, als er 1000 war. Wie soll ich das denn jetzt? Scheiße? So richtig verlockt. Genau. Wohlfall das übersetzt. Scheiße? Alter! Jetzt bin ich schon wieder hier. Ja, bis einmal im Kreis gegangen. Ja, ich weiß nicht, wo die Olle ist. War das eben so ein fetter Piepmann, den ich da gerade abfliegen sehen, oder habe ich mich jetzt gerade eben verguckt? Nein, ich lebe noch. Nicht du. Weißt du, ich finde alles, aber nicht das, was ich suche. Ja, das war ein kleiner, ja, sagen wir mal, in Anführungsstrichen ein kleiner Piepmann. Hallo! Und das war ein Junge! Ja, das stimmt. Oh, ihr Leben ohne Ende. Ja, aber das nützt mir nix. Leben nützt nichts. Nee. Leben nützt ihm nichts. Oh, Madame. Madame braucht keine Leben. Wenn ich nicht weiß, wo du bist. Das ist Coldy, du kannst gewinnen. Wenn ich nicht weiß, wo du bist. Ich will das ja gar nicht gewinnen. Ich will nur in Würde verlieren. Du willst nicht gewinnen. Das heißt, du willst Amis ja würdevoll zocken. Wenn ich sowieso freue. Alter, das glaube ich nicht. Bleibt mir gar nichts anderes übrig. Und selbst wenn ich jetzt gewinnen würde, wird der Wolf mir so lange Races aufschwatzen, bis er mich irgendwann besiegt und ich am Meter zocken müsste. Das heißt, ich würde so oder so nicht drum rumkommen. Sind wir mal ehrlich. Von daher. Coldy, wenn du mal plottechnisch mal ein bisschen Schwierigkeiten bekommst, Amnesia bezüglich dem Verstehen. Ja. Von hier. Auch gerne Hilfe. Ich bin ja am Überlegen, ob ich das, aber ich weiß nicht, wie ich das technisch machen soll. Ob ich das nicht vielleicht über Livestream soll. Aber ich will das halt dann mit Facecam machen, wenn. Also wenn, dann auch richtig. Ja, also das ist auf jeden Fall oberste Priorität, aber die hast du ja schon erfüllt. Sag nochmal Priorität. Ja. Aber es ist tatsächlich wirklich so, weil ein LP ohne Facecam im Horror-Genre, vor allem beim ängstlichen Menschen, ist halt bloß ein halbes LP. Nein, das ist ja okay. Nur ich will das halt dann am liebsten, also das wäre schon cool, wenn das auch im Stream gehen würde. Aber ich will das dann so haben, dass ich quasi dann mit der Facecam im Stream bin und dass ich das Stream-Video nachher dann noch irgendwie hochladen kann. Oh, leck mich doch. Das ist so ein Live-Netz-BP halt gut. Ich weiß ja nicht. Jetzt darfst du dann zurückgehen. Kein Bock. War ich doch gerade schon mal. Warum sind die Level denn einfach... Ihr seid beide in der Gruft. Warum ist das denn alles so lang? Ja, wie voll erwischt das, sag ich. Ich komm hier nicht weiter. Ich weiß nicht... Ich hab nur noch 6 Leben. Wie soll ich das denn? Das schaff ich doch niemals. Ich will den Overgehen lassen. Ja, du weißt wenigstens, wohin du musst. Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt größer gehandicapt als du. Ich bin dumm. Nein, du bist nicht dumm. Ich bin dumm. Nein, du bist auch nicht dumm. Doch, bin ich. Und wie? Nein, niemand ist ja dumm. Ich lass mich jetzt geben, Obergehen. Das bringt das nicht. Nein, niemand ist dumm. Könntet ihr aufhören, eure Scheiße auszukotzen? Danke. Ich darf Scheiße auszukotzen. Ist tatsächlich auch das ein Symptom, den du in der Pflege erleben kannst. Wenn die nämlich einen Darmverschluss haben, dann kommst du mich oben raus. Okay. Oh, dann passt das ja sogar. Das ist gar nicht mal, also ist gar nicht mal so selten, aber es ist ziemlich gefährlich, also da kann man echt dran sterben. Ja. Bestimmt ersticken, ne? Wer war es jetzt genau? Ja, du kotzt es halt aus, aber das Problem ist halt, wenn du einen Darmverschluss hast und der ist so krass, dass es schon oben rauskommt, dann kannst du halt an diesem Darmverschluss sterben. Ja.
der bricht, also der platzt dann auch, na, das kann auch gut sein. Aber der kann reißen, ja. Ja. Ist das dann eine neue Form von Scheiße labern, oder wie? Ja. Ich muss mal sagen, weißt du, der hat das auch der wie so, ey, du laberst voll Scheiße. Nein! Der krepiert da gerade so. Schach! Game over! Ja, ich auch, also... Ich bin Jolle, du sollst 20 geben. Ich muss erstmal alle... Alter, bin ich hier. Oh, du Gommes, du. Das sind eine neue Beleidigung. Ja, du frisst Pommes. Das wird Junge! Eine Beleidigung, du Gommes. Ja, Gommes. Guck ihn dir an. Pommes-Lutscher. Da kann gar nichts. So ein Pommes-Lutscher, ey. Wie hat der sein Teil überhaupt den... Keine Ahnung, wie die Frau heißt. In die Fritteuse. Morticia. Ja, wie hat der überhaupt in die reinstecken können? Wahrscheinlich kam das alles dann durch den Haar. Ja, das ist eine eiserne Art, ey. Wahrscheinlich aus dem Mund ist... raus, wie, wenn man Scheiße kotzen kann, dann kann man auch bestimmt den Schwanz aushängen lassen. Oben. Oh. Wahrscheinlich ist es. Wahrscheinlich vor diesem Race waren alle so liebe Menschen, das waren alle so unschuldig. Wahrscheinlich hat der ganze Sperma geschluckt und ist dadurch irgendwie befruchtet. Was? Der Wolf hat ganze Sperma geschluckt. Aha. Okay, das war eigentlich nur ein Test. Wie das Abi-Motto, was wir eingesendet haben, was aber nicht genommen wurde. Bukavi, nach 13 Jahren die Schnauze voll. Schnauze voll und am Schaut hier. Ich glaube, der Serax sollte mal lieber pennen gehen, damit er sich wieder auskurieren kann. Junge, geh du mal pennen, es ist schon viel zu spät. Das Sandmännchen ist schon lange weg. Ich bin im Gegensatz zu Serax aber noch klar im Kopf. Ich bin noch nie klar im Kopf. Ach, ja, von beiden Seiten! Ich mag, wenn Leute getrunken sind. Oh Mann, diese Gegner sind solche Bockwürste im Ernst. Was sagte Serax vorhin noch? Das ist der Normalzustand. Ja. Warum springe ich denn da? Ich weiß natürlich nicht. Weil ich ein Idiot bin. Ja, was bin ich dann? Jetzt seid ihr beide. Ihr wart beide in der Gruft, jetzt seid ihr beide im Konservatorium da. Ja, aber ich weiß nicht, wie es weitergeht, weil ich einfach zu dumm bin. Du musst da einfach weitergehen. Haha. Also erst nach rechts, dann nach unten. Ich war schon überall. Ich hab einen Tipp, du musst weitergehen. Haha. Danke, Herr Schiedsrichter, darauf wäre ich nie gekommen. Ich glaube, du bist bestochen worden. Genau. Ja. Genau, von Serax wurde ich bestochen. Ja, genauso wie Hedy bestochen wurde, damit du das Race gewinnst. Vor allem, weil du ja auch nichts dagegen machen konntest, ne? Junge! Ich werde sterben. Nein, das war... Ja. Das war unfair. Unter anderem. Aber ich glaube, unfair reicht langsam nicht mehr aus, um dieses Spiel zu beschreiben. Das ist einfach... Das ist nicht unfair. Das Spiel ist der... Das Spiel ist die Addams Family. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber es hat irgendwie geklappt. Okay. Ohne Scheiß, Coldy, das war einfach nur endgeil eben. Ja, dafür hat das was jetzt, gemacht. Jetzt kann ich das hier nochmal machen, oder wie? Aber mit 4 her. Ja, genau. Was hast du gesagt? Kennt ihr das, wenn man bei jedem Sprung zuckt, wenn man so selber zusammenzuckt, wenn man einfach einen Knopf drückt? Du hattest gerade das verschissene Glück, dass du eben Herz bekommen hast, sonst ist er nämlich eben gestorben. Ja. Kennst du? So jetzt echt Glück. Kennst du das, wenn du schon 100.000 Mal an derselben Stelle warst? Nochmal was wohl? Kennst du das, wenn du schon 100.000 Mal an derselben Stelle warst und alles schon gesehen hast? Ja, das kenne ich nur zu gut. Oh, das ist so ein Déjà-vu gerade. Und Sierra spielt auch gerade Addams Family. Er ist der dritte Teilnehmer beim Race. Ja, der schlägt. Ja, ja, natürlich. Der schlägt mich doch locker. Genau, wie einer der Teilnehmer. Genau. Er hat den anderen beiden den Vorsprung gelassen und jetzt muss er schnell hinterher. Ob er das noch gewinnen wird? Ja, klar wird das gewinnen, weil ich spiel ja ich, nicht wahr? Weißt du, wer der beste Gamer auf dem Planeten ist? Also, ich bin gleich wieder da. Ja. Jo. Ich brauche schon für den Vodka.
Mir fiel gerade jetzt erst auf, dass manche Quäle ein bisschen... Ja? Sagen wir mal, zweideutig ausgesehen haben. Wie Pimmel, ne? Wie Pimmel. Mhm. Auch da diese Feuerdinger, wo die Feuerflammen rausköhlen, das sieht aus wie Pimmel. Vielleicht waren ja Pimmelfetischisten. Da, die Tür meine ich. Okay. Ja, wo musst du einen Schalter drücken? Ich wette, das ist die richtige Tür. Wie passend. Ja. Ja, jetzt kommt das Teil wieder. Ach, das ist ein Schalter. Ach so. Teil. Hallo, komm her, Stechmücke. Toll, und, da, oh, und dafür habe ich jetzt das ganze Video gebraucht. Oh, jetzt können wir einen Schnitt machen. Wow, einen, 21 Minuten Zeit verschwendet. Okay, jetzt können wir schon machen von mir aus. Ja. Okay, dann würde ich sagen, das war's mit dem Race mit Colastra und Dante Wolf. Scheiße. Natürlich auch. 21 Minuten Zeit verschwendet, fuck. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich kann nur noch sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dahin. Mein Spruch. Tschüss. Bis dahin. Ciao, ciao. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Vielen Dank.